Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de. Der große Abschluss, das Finale der Hamburger MMO Connection Kooperation ist da. Christian, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ist ja fast Weihnachten. Wie kann's mir da nicht gut gehen? Ja, man sieht's auch so. Also, wenn da Weihnachten gefeiert wird in Aura Kingdom, was wir euch heute gemeinsam vorstellen wollen, dann wird das zumindest ähnlich wie bei uns gemacht, mit festlich geschmückten Bäumen, mit, da sind so Girlanden dran, Lichter, Glocken sehe ich. Und wir sind auch ganz schön ausstaffiert. Ich sehe, du hast auch schon mal ein bisschen hier so eine Weihnachtsmütze auf, ne? Ja, ich dachte mich, ich kleide mich für den Job, den ich haben möchte und nicht für den Job, den ich habe. Entsprechend bin ich einfach mal der Weihnachtsmann und gleichzeitig der One-Winged Angel. Super gut. Ja, der zweite Flügel ist noch in der Post. Der kommt ja später. Ja, der kommt irgendwann erst nach Weihnachten. Der hängt leider im Zoll fest, aber einer reicht ja. Genau, wir werden euch heute ein bisschen in Aura Kingdom zeigen, ein weiteres Free-to-Play-MMO, das jetzt von den Sachen, die wir euch bereits gezeigt haben, das modernste in Anführungsstrichen ist. Natürlich immer noch ein bisschen schön oldschooliges Gefühl, Anime-Style-Grafik, aber der Aufwand, wie das inhaltlich aufgebaut ist, ist nochmal mehr als bei den anderen Games, die wir hatten. Und wir beide gehen gleich los, werden ein bisschen Action gemeinsam machen, zeigen, was mit unseren Charakteren ist, wie das hier mit den ganzen Systemen da funktioniert. Aber vorher gehen wir mal kurz und zeigen, wie das mit der Charaktereinstellung funktioniert. So Leute, und dann zeigen wir euch mal kurz die Charaktererstellung hier. Recht viele verschiedene Klassen, die man wählen kann, die hier unterwegs sind. Da sieht man auch, werden einem schon mal ein bisschen vorgestellt durch selbst ablaufende Bewegung. Ich kann euch ja gleich mal zeigen, für wen ich mich entschieden habe. Sieht nämlich alles nochmal aufwendig aus. Oh, und da sieht man es gleich, ne? Es gibt so ein paar verschiedene Klassen, wo dann hier nochmal hier Nahkampf zum Beispiel, das Schildset, dass man es haben kann. Hier seht ihr auch, für welche verschiedenen Arten des MMO-Gameplays hier geeignet sind. Ich habe ein paar verschiedene Sachen ausprobiert und sie sehen wirklich durchaus alle einigermaßen spektakulär aus. Natürlich unterscheiden sich die Kombos dann je nachdem, was für eine Art für Waffen ihr habt. Nahkampf, Fernkampf, ne? Agilität, gibt es Heilfähigkeiten und so weiter. Ich persönlich bin hier auf die Katars gegangen, so diese Nahkampfklingen. Die fand ich eigentlich immer ganz cool, dass die dann auch schöne schnelle Doppelkombos und Sprungattacken machen können. Du hast hier natürlich Bogen, war das hier? Genau, der Langbogen ist hier mit dabei, Katanas, eine Sense und so weiter. Hier ist eine Klasse, die nicht direkt von Anfang an auswählbar ist, sondern hier die Gitarre. Ne? Da muss man, glaube ich, hier genau, du musst einen Charakter des Levels Awakening in deinem Account haben, bevor du das Spiel dieser Klasse starten kannst. Das ist auch interessante Info. Ihr könnt mit eurem Charakter bis zu Level 99 erreichen oder einer diesen Awakening-Level freigeschaltet, dann geht es nämlich bis zu Level 115, wenn ich mich nicht irre. Ich kann mal kurz schauen. Genau, 99 ohne Awakening, 115 bis zum Awakening. Wenn man das gemacht hat, dann kann man sich, glaube ich, dann auch mit dieser Gitarrenklasse, ne, der ultimative Skill ist Universalakkord, dann ein bisschen austoben. Ich wähle mal kurz was anderes hier. Ich nehme hier die Lyra. Und ihr habt hier die Möglichkeit natürlich dann einen Charakter reinzugehen, umzudrehen, zum Angucken. Könnt das auch mit der Maustaste machen und dann gibt es so die typischen Sachen. Ihr könnt Kopfbedeckungen euch aussuchen, verschiedene Urgrundkostüme. Schlafanzug ist immer ganz cool hier, ne? Der natürlich dann auch entsprechend angezogen wird, wenn ihr das machen wollt. Dazu könnt ihr auch mal schauen, wie das mit den Gesten hier funktioniert. Zack, ne? Damit das auch eurem eurem Empfinden dann entspricht, inklusive der coolen Tänze hier. Könnt natürlich ein paar Zufallsgenerierungen immer zwischendurch reinmachen. Zufallsgenerierungen gelten hier für die Kostüme, aber ihr könnt natürlich auch hier entsprechend, was das Design eures Charakters angeht. Mal kurz gucken, dass wir wiederherstellen. Haben wir den Standard mal wieder hier reingemacht. Wenn ihr männlich oder weiblich macht, dann sind die Designs durchaus unterschiedlich aus. Die Frauen können hier auch ganz andere Kostüme anhaben, die ihr hier auswählen könnt. Viele der Kostüme sind je nach Geschlecht dann nochmal sortiert, dass dann bestimmte nur von männlichen, bestimmte nur von weiblichen Charakteren getragen werden können. Die Mützen hier auch nochmal anders aufgebaut. Ach, unsere schöne Schleifen gibt es hier auch nochmal. Und eine Spange da oben mit einem Kätzchen dran. Gehen wir aber mal kurz hier. Ja, je nachdem, verschiedenes Aussehen bei den Figuren. Frisuren gibt es
viele unterschiedliche, die man machen kann. Alles im Cell-Shading-Look. Ne? Also ich finde, je nachdem, egal was man hier ausführt, das sieht alles doch schön ganz zusammenhängend aus. Haarfarben, gibt es viele verschiedene typische Anime-Farben oder auch reelle, ja, Farben, die nimmt man nicht so häufig im oder die man ja im häufigen im echten Leben häufiger sieht als jetzt rot, orange, grün. Rot sieht man schon eher, aber ich meine ja dieses ganz tiefe, oder ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also ihr könnt auch dann gängige Haarfarben nehmen, natürlich verschiedene Hauttöne, und hier mit dem Zufallsgenerator kommt eigentlich auch immer was Nettes dabei raus, ja. Und Charakternamen eingeben, das ist nicht das Letzte, was man hier in der Charakterstellung Horst, Pop Horst heißt der Charakter. Name verfügbar, wer hätte es gedacht? Mal kurz auf Bestätigen. Und ihr könnt auch euren Eidolon aussuchen. Wir zeigen Chris und ich euch gleich noch ein bisschen was. So eine Art Begleiterlein, ein Helferlein sozusagen, das euch in eurem Unterfangen unterstützt. Mit Kampfattacken, mit Supportgeschichten. Das sind hier so die Start-Eidolons, die man haben kann. Wie gesagt, da gehen wir später nochmal ein bisschen konkret drauf ein. Aber ihr könnt euch zum Beispiel schon einen aussuchen, der gleich mit dabei ist. Wir gehen mal auf Charakter stellen und dann war's das. So, damit wären wir wieder zurück. Charakterstellung, habt ihr mal einen Blick gesehen, wie das funktionieren kann mit den verschiedenen Figuren. Wir haben hier beide natürlich High-Level-Charaktere bereits. Ich bin Level 85, ich glaube, du auch, Chris, oder? Genau, ich bin auch 85. Ja, und haben uns beide schon mal ein bisschen startbereit gemacht. Ja, ich habe hier mein kleines Evoli, also so klein, ein kleines Riesen-Pokémon, das ich als Mount hier benutze, das fröhlich in der Gegend herumhoppelt. Und du bist auf einen Wal gegangen, ne? Genau, und ich sehe gerade, der Wal hat sogar einen Pinguin im Maul. Das ist eigentlich schon ein bisschen makaber, aber... Ja, naja. Aber das ist so der Lockvogel, ne? Das ist in Ordnung, ne? Das ist wie die Karotte vor dem Pferd. Ich meine, er putzt ihm die Zähne, also das ist, glaube ich, so gewollt. Das ist eine Symbiose, das gehört so dazu. ich würde mal sagen, wir gehen mal raus und zeigen mal so ein bisschen Grunddetails. Wie steuert sich das? Wie kann man die Skills anwenden? Wie bekämpft man Gegner und so weiter? Natürlich alles oft, je nachdem, was für Quests man angenommen hat. Wir machen das jetzt einmal direkt so. Aber ich habe natürlich auch klassisch eine Questleiste, wo das alles abgefahren werden kann. Gehen wir mal zum Vergessenen Wald, ne? Los geht's. Und auf jeden Fall sehr atmosphärisch hier. Ja, da sind wir angekommen. Die Mounts kurz in die Tasche mit reingepackt. Und wir können hier mal kurz schauen. Ja, sieht schön bergig, schön düster hier aus. Finde ich auch schön, dass man natürlich den Anime-Stil benutzt, um mal ein paar unterschiedliche Sachen so designtechnisch zu machen. Ne? Da haben wir ein paar, was sind das? Dornente. Eine Dornenente, oh Gott, die greift dich gleich an. Ach, das ist okay. Ich bin eh viel zu stark. Haben wir die gleiche mal weggehauen, ja. Ja, wie ihr es von anderen MMOs her kennt, Gegner laufen dann natürlich herum. Hier ein paar Dickhautschnecken, die häufig dann auch natürlich mit Quests zusammenhängen. Je nachdem, wie man sich seine Skills aufgebaut hat, hat man das natürlich über dann Abkürzungen drauf. Und da laufen sogar ein paar Leute mit uns mit. Das ist doch nice. Die machen wahrscheinlich hier direkt einen Quest. Das sind tatsächlich meine Minions. Okay. Du hast deine Minions schon aktiviert hier. Warte mal, dann würde ich auch mal nochmal kurz auch mal einen Eidolon aktivieren. Ist auch eine gute Funktion, die sollten wir natürlich auch dann mal zeigen. Man hat Begleiter sozusagen, Eidolons heißen die hier, die dann verschiedene Funktionen haben können, die dich im Kampf unterstützen, Support-Magie machen, andere Geschichten dazu kommen, als auch, dass du sie losschicken kannst, dass sie dir Items besorgen. Also haben viele nützliche Funktionen, sind nicht nur was Nettes, was an der Seite bei dir mitfliegt. Ja, und die haben natürlich auch verschiedene Designs, man kann diverse davon bekommen. Zum Beispiel jetzt habe ich mein kleines Einhorn hier draußen, aber es gibt natürlich auch noch coole andere Sachen, wie zum Beispiel den Alucard. Wenn ich ihn mir kurz holen kann. Komm. So. Ja, je nachdem welcher, das finde ich interessant. Ich hatte gerade einen großen weißen Drachen bei mir als Eidolon. Und der hat ein bisschen pikiert geschaut, dass ich so Low-Level-Gegner gerade hier weghaue. Gesagt, nee, das kannst du doch ein bisschen besser. Die sind also auch durchaus gesprächig. Man kann sich mit denen auch über ein Menü dann unterhalten. Also ja, ein bisschen Charakter finde ich da mal ganz schön. Es ist tatsächlich sogar gewollt, dass man das tut, denn dann steigt deren Level so gesehen und man kann sie ebenfalls wie in anderen Spielen rausschicken, um Items zu finden, und je höheres Level die haben, desto bessere Items finden sie.
genau. Ne? Also eine schöne Symbiose, dass man also nochmal ein bisschen mehr damit zu tun hat und das schön repräsentiert wird durch ein paar nette Figuren. Steuerungstechnisch alles ganz klassisch, wie man es bei MMOs kennt, WASD mit der Steuerung. Man kann nochmal mit in der Standardsteuerung mit Q und E strafen, damit man also auch direkt nach links und rechts gehen kann. Plus mit der Maustaste den Rest von wegen die Gegner angreifen und eben über, oh, warte mal, nicht keinen Quester nehmen, der sah gerade so gefährlich aus, aber es war ein Kollege, mit dem man reden kann. Statt Gegnern. Muss man mal gucken, wer hier denn den roten Namen hat. Aber ja, ne, so klassische Steuerung, geht alles eigentlich ganz gut von der Hand und man kann sich die Skills, wenn die nach und nach dazukommen, sich auf die Quickleiste unten legen, zusätzlich dann mit entweder Alt plus Zahl oder Control plus Zahl noch mehr draufpacken, sodass nicht nur bei 8 bis 10 Schluss ist. Genau, also man kann sich die Leiste auf jeden Fall hier vollpappen. Meine ist halt auch komplett ausgemaxt mit sämtlichen Sachen, die da so drin sind. So. Da haben wir die hier mal weg. Und ja, ich würde sagen, das ist doch schon mal ein paar Infos, wie das Kampfsystem funktioniert, wie man die Gegner hier bekämpft. Gehen auf ein paar andere Sachen dann später im Detail ein. Aber das machen wir in einem kleinen Moment. So, und jetzt haben wir uns mal gemeinsam zu einem Fischteich begeben, weil auch eines der Features, die in jedem MMO eigentlich drin sein muss, finde ich, ne? Immer schön entspannt zwischendurch, ist ein bisschen Angeln. Und ja, dann gibt es so Locations hier. Du kannst mir ja gerne, Chris, ein bisschen zugucken, ne? Ich hoffe, und mir Glück wünschen. Gerne. Dass ich jetzt viel Glück brauchen. Ach, ich hoffe, dass es geht. Ne? Also ich habe auch in vielen anderen Games, so wie Breath of Fire, immer sehr viel gefischt. Ne? Oder in Legend of Zelda, bei Ocarina of Time, auch den Teich leer gemacht. Mhm. Und irgendwie probiere ich das immer ganz gerne aus. Hier ist es so, wenn man entsprechend einen kleinen Vorab-Quest durchgemacht hat, sodass man Angel und Köder bekommt, wird man die Möglichkeit haben, an so Teichplätzen, wo dann Fisch warm steht, drauf zu klicken und dann erscheint dieses Icon in der Mitte. Mit der Anleitung kann man sich natürlich nochmal angucken, wie das funktioniert, aber es klappt dann so, man wirft aus und wenn der Fisch dann zubeißt, kann man ihn einholen, wie jetzt hier. Im manuellen Modus ist es so, dass man muss im blauen Bereich bleiben mit dieser Leiste, die unten da auftaucht. Ja, du hast die Fischenergie und der Fisch zieht meist in die eine Richtung. Und wenn man auf das Icon dann draufklickt, dann zieht man ihn in die andere Richtung zurück. Und man sollte vermeiden, entweder in den roten oder in den orangen Bereich zu gelangen. Und es ist zwar ein bisschen so, ja, Aufmerksamkeitsarbeit, aber es geht hier vergleichsweise. Es kann natürlich gut sein, dass später, wenn man gegen heftigere Fische zu kämpfen hat, mehr ziehen muss. Und was habe ich rausgezogen? Ich sehe es nicht, weil direkt mein Eidolon vor mir steht. Ich habe ein Petermännchen gefangen, anscheinend. Warte mal, ich mache das vielleicht vor. Ich nehme mal Eidolon. Du sollst doch nicht hier direkt vor meiner Nase stehen. Nehmen wir mal den anderen kleinen. Dann probiere ich das einmal noch mal kurz aus. Zack. Und dann gucken wir, dass wir den hinkriegen. Chris, fischst du denn gerne in solchen Games? Tatsächlich gar nicht so doll. Also Fischen liegt mir auch generell nicht so. Und ich habe das. Also zuletzt habe ich in Final Fantasy 15 ganz viel fischen müssen, damit ich Noctis auf Level 10 bekomme für die Trophäe. Habe ich leider nicht so gerne gemacht. Aber das war ja auch wesentlich involvierender da als jetzt das hier. Das Fischen hier. Erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an Stardew Valley, nur noch angenehmer. Also ich finde das Fischen bisher super entspannt und total angenehm. So, und jetzt habe ich gerade auch den nächsten gekriegt. Ich habe noch ein Petermännchen gekriegt und mir dann einverleibt. Ja, Petri Hall, würde ich sagen. Zeit für ein Duell. Holt eure Duellkarten hier raus. Chris, wir haben uns auf die Duell-Knochenbrücke begeben. Nicht, dass man es nur hier machen kann, aber ich fand, es sollte mal ein guter Platz sein hier dafür. Ja, ich meine, sehr atmosphärisch für sowas. Ja, ja, guck mal, da hängen die Blutwölfe im Hintergrund, dann fällt noch der Wasserfall hier runter. Es gibt auch ein ausgewachsenes Kartengame hier. Das kann man sich durch Abschließung von Quests dann so Karten verdienen und kann man die dann später auch im Shop dann kaufen und sich sein eigenes Deck zusammenstellen. Und das ist nett. Das ist auch eine Sache, die natürlich gerne in RPGs und MMOs hier mit dabei ist. Das funktioniert so. Man kann normalerweise auch NPCs herausfordern. Wir machen das mal direkt und mal sehen, wer sich das bessere Kartendeck zusammengesucht hat. Ich fordere dich mal zu einem Duell heraus. Kartenduell. Und da ist es.
Sollen wir kurz gucken, eine normale Schlacht, eine uneingeschränkte Schlacht. Wir machen mal eine normale Schlacht. Stärke-Limit, kein Limit. Wir können schön Experience, ja, finde ich gut, verdienen, indem wir uns selbst bekämpfen. Und mein Kartendeck ist schon zusammengestellt. Oh, Zuordnung fehlgeschlagen. Dann könnte ich nochmal, habe ich zu lange getrödelt. Ich glaube, mein Gegner hat aufgegeben, ehrlich gesagt. Ah, okay. Dann fordere ich dich nochmal heraus. So. Und dann gehen wir einmal hier auf Schwierigkeit wählen, normale Schlacht, Duellinfo, wähle bitte ein Kartendeck, Kartendeck 1 und zum Starten auf OK. So. Und da sieht man es, oben deine Karten, unten meine Karten. Funktioniert über einen Auto-Battle-Modus, allerdings aber nochmal die Möglichkeit, zusätzliche Funktionen zu aktivieren, so kleine Boosts, die dazukommen. Im Moment, ich glaube, ich habe ein bisschen stärkere Karten als du equipped. Und dieses Duell, zumindest für mich entschieden bisher, in der ersten Runde. Deine Karten nehmen irgendwie kaum Schaden im Gegensatz zu meinen, die einfach dezimiert werden hier. Ja, ich war vielleicht auch ein bisschen übermütig und habe ein 3-Sterne-Kartenset mir geholt. Das sieht man dann auch in der Qualität der Karten. Und da kann man sehen, dass da... Achso, Moment, ich aktiviere mal kurz hier ein paar der Skills. So, Poldi benutzt Poldis Bombe. Kann man auch direkt auf einzelne Karten drauflegen und dann schauen. Ja, das ist auch natürlich eine kleine Nebenbeschäftigung, die man machen kann. Und hier hat zumindest in unserem Duell gereicht, dass die Brücke jetzt offiziell mir gehört. Ich überlasse sie dir gerne und gehe jetzt einfach, um mich irgendwo zu schämen, dass ich verloren habe. Okay, dann einmal ein letzter Blick auf meine Brücke, die ich mir verdient habe. Schön. So, bevor wir es vergessen, Kostüme. Gibt es natürlich auch einige verschiedene Outfits, die man sich anziehen kann. Ich schaue gerade bei dir, Chris. Du hast immer noch dein schönes Gewand mit der Schokolade im Mund. Doch dazu in dem großen, riesigen Stab. Aber ich kann gerne mal wechseln. Zum Beispiel zu meinem Kater-Schwarzmantel, falls das geht. Den checken wir ja, nochmal. Leider nicht. Aber ich kann ein paar verschiedene Sachen machen, denn ich habe hier gerade so ein schönes schwarz-weißes Leder-Outfit an, ja, wo meine Klingenwaffen noch schön gute Kontraste bieten, finde ich. Ja, schwarz-weiß gegen Rot und Gelb. Das passt ganz gut. Ich habe aber auch ein paar andere Sachen im Inventory drin. Ah, es hat auch noch geklappt. Ich hatte einfach noch das Archiv offen. Guck mal, haben wir doch fast Partnerlook hier erreicht. Das sieht doch ganz cool aus. Ich wechsle mal. Ich gehe mal zum Kostüm Dante. Das ist so rot und feurig. Ich glaube, wir haben auch wieder was in dieser. Oh, einen schönen Hut hast du hier noch aufgezogen. Mal gucken hier. Schön viele Details. Sehr special gerade. Du bist sehr fashion, muss man sagen. Mit der Schokolade und dem Zylinder und dem leuchtenden Stern. Ich nehme mal hier, wenn wir bei Rot bleiben, dann ein bisschen mit Pelzkragen. Ups, einmal daneben gelaufen hier. Ein bisschen mit Pelzkragen hier sieht das auch noch ganz gut aus. Da stehst du im Hintergrund. Hier meine Leistemaus habe ich hier auch noch. Rockstar Uriel. Schwarze Federn passen auch nice. Wir können auch mal auf Blau gehen. Ein bisschen dezenteres Gewand. Ja, da sieht man es auch. Also ja, schmiegt sich an. Passt um die Hüfte. Ja, beim Setzen knittert es nicht. Finde ich gut. Jetzt bin ich ein frecher Vagabund, oder? Was war das? Ja, doch, imperiale Nachtwache, weil ich war gerade ein frecher Vagabund. Jetzt bin ich imperiale Nachtwache. Ich denke ja auch, das sieht auch ein bisschen sehr festlich hier aus. Und ich habe hier nochmal den leuchtenden Kreuzritter. Das ist natürlich, wenn man auf Abenteuer geht und ein Held sein möchte, brauchst du schön viel Kanten. Dann passt. Und jetzt habe ich mich an deinen Flügel rangeschmiegt, als ob der auch zu mir gehört. Das ist doch gut. Ich teile gerne. Sehr schön. Ja, das mal ein bisschen zu den Kostümen. Da gibt es natürlich noch viele, viele mehr. Jo, dann herzlich willkommen zum Chateau Super Greg. So habe ich mein bescheidenes Heim genannt. Schön, dass du erstmals hier dabei sein kannst, Chris. Na, dass du mal siehst, was für eine schöne Villa ich mir hier zurechtgelegt habe. Ich bin auch nur ein bisschen eifersüchtig. Ja, es kann sein, dass du vielleicht eine ähnliche bei dir hast, nur natürlich ein bisschen anders eingerichtet als hier ist. Ja, man kann sich, kannst mir gerne mal ein bisschen folgen, können wir hier rumschauen. Hier draußen habe ich noch nicht so viel gemacht, aber ich habe auf der hinteren Seite einen Baum gepflanzt. Können wir uns den hier mal angucken. Ja, man kann sich dann später, wenn man ein paar bestimmte Quests gemacht hat im Spiel, dann auch ein Haus kaufen. Und dieses Haus ist quasi wie so eine eigene Instanz. Die kann man dann selber mit Items einrichten, wie den Baum, den ich hier dann hingesetzt habe. Oder wenn du mir mal nach innen folgst. Ich habe auch schon ein paar Möbel da ausgebreitet, aber ich bin noch relativ frisch hier drin. Deshalb ist das noch ein bisschen spartanischer eingerichtet. Aber ich finde, ich habe schon guten Stil bewiesen. Genau, folgt mir in den eingerichteten Raum des Hauses.
Da siehst du ganz zielsicher, hier habe ich zwei Sofas, in das ich mich mal hinsetze. Du kannst gerne dich ins andere hinsetzen, da können wir uns ein bisschen unterhalten. Draufklicken und dann, ach guck mal, wie schön. Ne? Das ist doch freundschaftlich, sogar mit Sicherheitsabstand, mindestens 1,5 Meter sind das. Ne? Guck mal, und da haben wir gleich Blick auf mein Prinzessinnenbett, auf meine Statue und mein Osterhasenregal. Ja, das ist doch mal eine Einrichtung, da kann man schon mal Tine Wittler fragen, was da richtig gelaufen ist einfach. Die hätte richtig viel Asche dafür haben wollen. Ja, das ist natürlich jetzt nur kurz mal hier drin gezeigt, wie das funktionieren kann. Wenn man Einrichtungsgegenstände hat, kann man sie dann entsprechend platzieren und anpassen, dass du mit der Drehrichtung dann schaust, in welche Richtung gucken sie. Ach jetzt, ja, leg dich ruhig hin. Ich dachte, ich leg mich einfach mal. Das ist doch nice. Guck mal, du in deinem Schlafanzug. Das passt wie doch. Wie es sich für ein JRPG gehört, kann man natürlich in jedem Bett schlafen, in dem man schlafen möchte. Natürlich. Und ich stehe entsprechend, ich stehe dann hinter dir und gucke dann zu. Schlafe in meinem Bett. Das ist doch nice. Aber ja, so sieht das hier aus. Es ist natürlich aber noch, wenn wir mal kurz rausgehen, noch ein bisschen mehr hier, weil es durchaus umfangreich. Hier sehen wir draußen, können wir runter auf die Rückseite und du hast nochmal die Möglichkeit, über das Menü in den großen Garten zu kommen, wo du, soweit ich sehen konnte, auch tatsächlich Sachen anpflanzen kannst oder zumindest da ein bisschen mehr anstellen kannst, als nicht nur mit Möbeln hier arbeiten. Ich gehe mal kurz auf mein Hausmenü und da gibt es zur Farm. Klicke ich mal drauf, muss mal gucken, ob du dann jetzt mitkommst oder nicht als Hausgast. Und gucken wir mal, da... Ich trete der Gruppe bei. Ich weiß nicht, ob du jetzt mit dabei bist, Chris, oder nicht. Nö, ich bin immer noch beim Haus. Du bist immer noch beim Haus, ja. Dann gucken wir mal, ob ich dich irgendwie hierhin dazu holen kann. Ja, wahrscheinlich ist es so, dass man hier dann die Hausgäste natürlich erstmal das Haus richtig kennenlernen lassen muss, ne? Und sich das anschaut. Aber hier ist es sozusagen der kleine Wald an der Seite mit ein bisschen Bach und so weiter, wo man auch entsprechend Leute hat, mit denen man sich nochmal austauschen kann. Beobachter des Lebens, Eputz, der hier vom biologischen Beobachtungsverband ist, ne? Und der uns auch dann Missionen und andere Sachen machen kann, wo wir unsere Begleiter dann haben und so weiter und so fort. Aber dieses Feature ist auch vorhanden, wenn man im Haus unterwegs ist. Und ich gehe mal wieder zurück. Aber ja, Häuser finde ich auch ganz cool, ne? Gerade wenn man sich ein bisschen länger in so einer MMO-Welt bewegen möchte, dann möchte man auch einen vernünftigen Rückzugsort haben. Und es gibt ja manche Spiele, da wird der Platz relativ knapp für Häuser, ne? Weil sich da schon so viele Leute eingenistet haben. Oh ja, aber hier ja. Hat zum Glück jeder sein eigenes Haus. Also da gibt es keine Wohnorte oder sowas in der Art. Es ist einfach, du bekommst dein Haus und dann war's das. Genau, keine Scherereien. So, ja, das war's mit meiner kleinen hier MTV Cribs Tour. Ne? Und ja, check gerne mal aus, wie es bei Chris ausschaut. So, und einmal ein kurzer Einschub zum Guardian Knight System, weil das dauert einige Zeit, bis man das Ingame vernünftig zeigen kann. Ihr könnt Leute aus eurer Freundesliste bis zu 4 Stück zu sogenannten Guardian Knights machen und gemeinsam mit denen dann Dungeons machen, Aufgaben erledigen und dann steigt euer Bonding Value, sozusagen der Wert eurer Zusammengehörigkeit. Und wenn ihr bestimmte Sachen erreicht habt, dann könnt ihr innerhalb des Spieles sogar heiraten. Also könnt ihr euch aussuchen, je nachdem, wenn ihr den Partner fürs Leben gefunden habt, das auch innerhalb des Spieles dann umzusetzen. Obendrauf gibt es noch einen speziellen Guardian Knight Shop, wo es zum Beispiel Emotes, Candies und andere interessante Sachen für euch zu kaufen gibt. Also Leute, Chris und ich sind noch einmal hier rausgegangen, haben uns schön in Schale geworfen bei den, wie war das, die roten Wälder, die roten Hügel, wo wir gerade hier sind? Roten Hügel. Die roten Hügel, das sieht man, ne? Schön herbstlich hier. Ich würde sagen, lass mal losgehen und gucken, was die hier so zu bieten haben. Ja, wir haben euch viele verschiedene Features gezeigt, ne? Wie das mit den Eidolons ist, was man mit den Häusern einstellen kann. Es gibt noch ein paar weitere Geschichten. Natürlich, für so ein MMO, so sollte es ja auch sein, dass du möglichst viel machen und anstellen kannst. So sieht das wie ein Gegner. Magische Waldfahrtblume, die kriegt mal ein bisschen ab von mir. Zack, weg mit der, ein bisschen Unkraut gejätet. So wie ich das gehört. Es gibt unter anderem ein Gildensystem hier. Ne? Man kann selber Gilden aufmachen gegen eine kleine Gebühr. Und ich habe dich zu meiner Gilde mit dazu gepackt. Kann das einmal hier kurz zeigen, während wir kurz... Ah, danke, dass du den großen Riesen
Waldstein hier weggehauen hast. Gildeninfo, gerade eine frisch aufgemacht, die Super Greg-Gilde, zu der ich dich dazugeholt habe, sozusagen. Ja, ist ja auch eine nette Geschichte, ne? Wenn man sich so nochmal zusammenraufen kann, dass man nicht immer nur klassisch in Partys und andere Sachen drin ist. Es gibt bestimmte Gildeninstanzen, in die man dann später rein kann und Sachen anstellen. Zum Beispiel eine Rettungsmission ist jetzt hier drin, die man mit seinen Gildenmitgliedern machen kann. Und man sieht auch spezielle Händlersachen, die hier noch freigeschaltet sind. Also wer über das Feature gerne verfügen möchte, der kann sich das auch gerne anschauen. Und ansonsten, ja, wir hätten auch noch die Möglichkeit, natürlich in eine Kampfarena zu gehen. Da gibt es verschiedene Kampfarenen, wo man PvP machen kann. 5 gegen 5, 10 gegen 10 oder sogar 50 gegen 50. Klingt irgendwie krass, ne? Aber da gibt es relativ große Kö-Times, dass man nicht direkt, dass wir euch das nicht direkt so kurzfristig dann direkt zeigen können. Als auch, wer gerne Raids machen möchte, da sind es nicht ganz 50, aber 40 Leute, ja, können bis zu 40 Stockwerke in einem Raid unterwegs sein. Und da ist auch schon mal ein guter Nachmittag weg, würde ich sagen, ne? Klingt auf jeden Fall nach was, was ich gerne mal ausprobieren würde. Aber wie gesagt, die Q-Times sind ein bisschen krass, deswegen werden wir das in unserer Freizeit mal angucken müssen. Genau, genau so ist es. Ansonsten, was denkst du, Chris? Spiel finde ich eigentlich mehr solide, ne? Also man weiß ja, was man, auf was man sich einlässt mit dem Free-to-Play-MMO, was für Geschichten da mit dabei sind und grundlegende Gameplay-Eigenheiten funktionieren gut. Du hast, wie wir schon erwähnt haben, auch die Optik und Soundkulisse haben sie gut hinbekommen. Spielbarkeit funktioniert vernünftig und es gibt hübsche Kostüme und Mounts, ne? Ja, es hat alles, was ich wollen würde von einem MMORPG. Und es ist halt free to play, das kommt nochmal dazu. Da war gerade eine fette Grausamkeit. Hast du die weggehauen? Ich glaube, ich habe ihn beim Weglaufen mitgenommen. Das war die fette Grausamkeit, so stand das da. Und dann habe ich ihn fett umgehauen und dann, ja, war er doch nicht so grausam, wie alle angenommen haben. Und da habe ich den Karren der Siegeltruhe hier dran. Ja, Leute, wenn ihr euch mal Aura Kingdom anschauen wollt, unten ist nochmal der entsprechende Link, dass man sich die Version runterladen kann, den Client auf dem PC. Kann man auch gerne über Steam dann direkt machen, wenn man möchte, wenn man nicht direkt dann also nur einen Client installieren will, sondern es über Steam erledigt, hat man das auch direkt in der Liste mit den ganzen anderen Geschichten. Und ihr solltet auf jeden Fall auch natürlich auschecken bei dir, Chris, nicht nur die Videos, die wir, oder das Video, was wir heute gemacht haben, sondern auch zu den letzten Games, weil da haben wir auch viel gemeinsam Schabernack angestellt und auch nochmal Spiele vorgestellt dabei. Genau, gibt es noch einiges zu sehen und ja, sehr witzig gewesen auf jeden Fall. Ja, dann sage ich dir mal danke und dann hoffe ich mal, dass wir in nicht allzu weiter Zukunft mal wieder zusammenkommen, gemeinsam was machen können. Kriegen wir hin, denke ich. Und zum Finale sage ich hier, da ist ein Eindringling. Hau dem bitte einmal aufs Gesicht. Da ist er, der hier, der neben mir steht. Was, ja, hau ihn einmal drauf. Warte, ich habe die spezialste Attacke dafür. Oh ja, das ist so schön. Er lebt leider immer noch, jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Dann danke dir, Chris. Ja, man findet deinen Kanal unten auch nochmal in der Videobeschreibung. Und wir bedanken uns beide bei euch da draußen und wir sagen Tschüss, bis dann. Tschüss.